So, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Hero Siege. Wir spielen wieder mit dem Bogenschützen. Ich habe hier unten noch einen Necro. Den wollte ich noch ein bisschen zeigen. Aber er ist recht, ja, schnell tot und so. Also für gute Minions. Aber das bringt uns nicht so viel, weil die meisten Gegner so richtig fett reinhauen, wenn sie Dot Damage machen. Also das Dot sollten sie noch ein bisschen überarbeiten. Wir machen jetzt weiter mit dem Ding. Items haben wir hier eigentlich echt gute. Ja. Ja, toll. Das konnte ich ja gar nichts machen. So, Y, auf Y müssen wir hier noch ein Ding, diesen Turm, oder diesen, ab 15 Punkte, okay, dann werde ich hier noch ein bisschen auf diesen Turm gehen. So. Mal schauen, wie weit jetzt wir kommen. Ich denke weiters vorher, wenn wir nicht irgendwo falsch, ja halt sterben durch irgendwas Unfaires. Zum Beispiel diesen Laser. Also, was der später für ein Damage macht, ist unglaublich unfair. Da müssen die Entwickler noch viele bearbeiten. So, und Level Up. Sehr schön. Jetzt machen wir auf Health. So. Das ist später wichtig. Hier müssen wir noch eins machen, dann haben wir zwei Türme. Okay. Das ist nämlich wichtig. Und ich sehe das, ich mache extrem viel Damage schon in diesem Charakter. Das ist besser als beim Necromancer, aber er ist richtig klein, also gut zu spielen, man muss einfach defensiver werden. Und sobald er ist, kann ich euch mal zeigen. So viel weiter als der ist er nicht. Er ist aber schon mal bis zum ersten Endboss gekommen. Also zum ersten Boss, eher Endboss ist es nicht. Es ist einfach ein Boss. So ein König. Und so. Ding gut. Aber ich habe ihn nicht besiegen können. Also er ist sehr unfair, der König. Aber das werden wir dann schauen. Ich hoffe noch in diesem Part oder im nächsten. Weil wir sind so extrem OP. Ah, jetzt kommt der Boss von diesem Level. Oh, nicht den, bitte. Okay. Ja, die mit dem Fliegen da. So, was haben wir hier? Plus ein Strange, aber weniger Swiftness. Strength brauchen wir eigentlich nicht so. Also weg. Und hier auch weg. Ein Magic Boost mit AS Boost. Das ist wahrscheinlich Attack Speed. Habe ich so das Gefühl. Und sonst hat es nichts mehr hier. Okay. Nächstes Level. Ja, wie unfair sind manche Dinge? Man kann sich gar nicht bewegen, bis der Pfeil uns trifft. Aber eben, wir haben genug Leben. Ja, manche Dinge sind schon extrem unfair in diesem Spiel. So viele Pfeile, ich weiß gar nicht mehr, wo ich... So, heilen wir uns halt. So.
so, next wave. Okay, das gibt gar nichts. Das ist ein kritischer gewesen. So, hier ist noch eine Enraged Blatt. Lass dich treffen, Maus. So. Gut. Das haben wir auch geschafft. Ein bisschen Geld mitnehmen, auch wenn ich keine, also einen einzigen Shop habe ich schon gefunden. Sonst habe ich noch nicht einen Shop gefunden. So, hier ist noch ein Juggernaut. So, eine Truhe Juggernaut. Komm bitte nicht negativ. Ja, Speed. Sehr schön. Weil die Negativen sind immer stärker als die Positiven. Und nach einiger Zeit hat man dann richtig viele Negativen. Sodele. Gut, hier haben wir sie. Da unten kommen noch ein paar. Hier haben wir noch eine Truhe. Und jetzt spawnen wir weitere. Oh shit. Ich konnte nicht nach rechts gehen und bin dann in Pfeil rein, aber die machen sowieso nicht so viel Damage. Immer noch positiv, okay. So. Also die Guillotinen sind sehr leicht auszutricksen. Einfach wenn sie unten sind, laufen, dann sind sie oben, wenn ihr durchgeht. So. Die nächste Welle. Gibt es hier eine Welle mehr? Wave 11, ja, eine Welle mehr als 5. Okay. Dann werden wir hier mal noch einen Turm aufbauen. Jetzt sehen wir dann Level-Ding, also können wir eigentlich dann zwei Türme aufstellen, sobald der Kampf beginnt mit dem Boss. So, oh. Oder müssen wir den Boss noch mit einem... Ich weiß jetzt nicht genau, wie... Ob er jetzt kommt. Und hier ist was aufgegangen. Yeah, ein Shopkeeper. Okay, dann müssen wir... Dann halt nach hier oben. Ein Unseared Relic. Nehmen wir das? 1000 haben wir nicht. Das nehmen wir. So. Armor brauchen wir nicht, Stamina. Ah, haben wir zu wenig. Nehmen wir noch Armor. So, und der Rest. Hier haben wir sogar noch Geld. Okay. So, 147. Ne. Gut.
Jetzt haben wir nämlich eine neue Map. So, Dele. Ja, ich weiß, dass du da oben bist, aber ich werde jetzt zuerst mal die Map nochmals erkunden. Also die neue Map erkunden. So. Ja, hör jetzt auf, so irgendwas zu schießen, meine Funktion mal ausstellen. Das ist ja Wahnsinn. Boah, was ist... Ah, das ist der Magel. Nein, ich will nicht sterben. So. Und dem noch kein Level. Mist. Ja, das kann man relativ gut ausweichen. Und jetzt ist er tot. Der ist eigentlich relativ einfach mit solchen Schützen. Aber andere sind dafür ein bisschen schwer vielleicht. So. Wir brauchen mehr Health. Und hier zwei Türme jetzt. Okay. Pick up plus 2 Strange. Ist nur plus 2 Strange, also dies kann. Gut. Schauen wir hier noch ein bisschen um. Jetzt haben wir nämlich 2 von ihm geschossen. Und nicht. Müssen wir nochmal platzieren. Aha, ist kurz Ding. Da ist eins. Ja, jetzt haben wir 2 Geschosse. Sehr schön. Das hilft uns schon viel weiter. Aber die Abklingzeiten sind echt hoch. Ich hoffe, die werden nicht immer höher. Ich kenne mich da noch nicht so gut aus. Aber ich denke nicht, also... Nein, eigentlich nicht. Wir mussten einfach noch nicht so viele zweimal casten. Aber... Ist jetzt nicht so wichtig. So, ein Stigmata Death begonnen. Das ist wahrscheinlich so ein religiöses Ding zum Vampir kaputt machen. So, Werwölfe sind wahrscheinlich auch keine Probleme. Ja. Wir sind OP. Voll der OP. Voll der OP. Ja, schlägt du dir das Teil. So, jetzt machen wir ab den großen Turm auch mal ein bisschen. Ja, ich wusste, es wird ein negatives sein. Das wahrscheinlich auch. Ja, von mir aus. Gott, oh Gott. Dafür haben wir jetzt dann die positive Nähe. Was ist das eigentlich hier drin? 2 Schläge für einen Werwolf. Cool. So, ich will mal kurz schauen, was das für ein Dungeon ist. Dann bleib ich hier. Das ist einfach so ein... Lassen wir das... Weil die Dungeons recht schwer sind und ich will ja gerne zum Boss kommen. So. Nächste Welle. Ja, du mir. Ah, der Gelbe ist der. Okay. Nichts gedroppt. Hm. Aha, da ist noch einer gewesen. So. Nächste Runde. Hm, hier ist noch ein.
Spawner, ein Generator. So. Den Wurm hier killen. Gut. So, das haben wir auch. Ja, genau. Nächste Welle. Ja, was ist denn los? Alles negativ. Swiftness up ist das. So, die Heilung haben wir auch wieder. Gut. Wahrscheinlich wegen dem Toxic Gas. Pick up haben wir noch nicht, den Amulett. Gut. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Stärke. So. Nehmen wir gleich mal den Buff mit. Noch ein Buff mit. Ein Schild oder so. Was ist los? Kann ich mich nicht mehr richtig bewegen. Nein! Was ist los? War der unsichtbar? Was war los? Ach Gottchen. Manche Bosse sind einfach nur verflucht, verpackt. Das nervt. Okay, Restart. Das können wir immer noch nicht auswählen. Okay, wir müssen es versuchen und versuchen und versuchen. So. Gehen wir die Gegner schnell, dass wir wieder dann oben sind. Damage. AS. Gut. Speed. Sehr schön. Also die Effekte von den Farben ändern sich immer wieder, also ich muss auch immer wieder ausprobieren, jetzt mal neu ausprobieren, weil sie zufallsgewürfelt sind. Und ja. Aber das ist von diesen Spielen halt Standard. Ich verstehe nicht, wieso manche Effekte unsichtbar sind. Hätte man doch keine Chance, sie auszuweichen. Aber das ist ein Bug, 100 Pro. Oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Coole ist, die Türme haben extreme Reichweite und man hat dadurch, kann man einfach irgendwo hingehen und die Türme erledigen das für uns. Weil die greifen auch an, wenn wir nicht im Bild sind. Das ist recht nett. So, Dele, jetzt gehen wir hier hin. Und bum 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 bum. Easy. Das ist jetzt easy gewesen. Aber er lebt noch. Jetzt nicht. Ja, Vulkan muss auch noch ausbrechen. Genau. Calm Light Healing. Cool.
Okay, nichts Besseres. So kann ich jetzt nicht mehr laufen. Irgendwie ein bisschen komisch. Also das Spiel muss noch ein bisschen besser werden. Aber es ist schon im richtigen Weg, einfach cool zu werden. So, leveln wir hier mal ein bisschen Damage-Reduktion. Und jetzt auf den... Ja, der verbessert sich eigentlich auch recht gut. Sonst haben wir eigentlich nichts mehr, was wir... Ja. Das könnten wir dann noch leveln. Und zuerst die Türme. So. Vor den Gildrinen habe ich gar keine Angst mehr. Hatte ich eigentlich nie Angst. Können sie gefürchtig aussehen. So. Was machen wir? Hier noch ein bisschen Gras entfernen. Oh, und Laser sogar noch. You could probably make some nice jerky out of that crater. So, Dille. Das ist ein negatives. Nicht Damage Shoot. Okay, jetzt werde ich aber keinen trinken. Ach man, die Steuerung buggt ein bisschen. Ich wollte nicht nach schräg und. Was ist denn los? Hallo? Spiel? Oh, da dreht mich dann. Einen grünen, was macht er? Okay. So, Dele. Hier ist eine grüne Kiste. Hey, lass mich in Ruhe. Ihnen geht es momentan nicht so gut. Ja, genau, deshalb wollte ich eigentlich das nicht nehmen. Aber ich dachte einfach. So, Dele, haben wir hier unten noch irgendwo einen Drop? Nö. Dann gehen wir hier noch oben. So, der Boss kommt ja schon. Ist das das nächste? Ja, die nächste Ebene ist es gewesen, wo wir gestorben sind. Aber sind wir gleich wieder. Aber das ist wahrscheinlich im nächsten Part. Aber ein paar Runden will ich noch machen hier. Was ist denn das? Oh, das sind zwei Items. Stamina oder Strange. Stamina. Ich nehme Stamina. So. Und hier unten ist noch eine Kiste. Jetzt kann ich mich wieder nicht bewegen. So. Ja, toll, aber ich will ihn sowieso nicht nehmen. Das ist auch unbekannt. Ein Rusted Sword. Okay, das ist auch unbekannt.
die sind ja Damage Boost. Genau, wegen der Farbe. Das ist gerade. Hab's wieder gesehen, sind beide gleiche Farbe, deshalb muss man gut schauen. Was so links, rechts steht. So. Der war ja unbekannt, ja. Ich kann mich wieder nicht bewegen. Momentan spackt gerade ein bisschen die Steuerung. You'll be rationed for my next hunt. So. Ja, nicht treffen lassen. Diese Health-Globes. Dungeon ist hier. Oh, hier oben ist noch ein Helm. Für 6 Armor, das nehme ich. So, wie viel Gegner gibt es hier unten? 3 Gegner auf einmal. Das ist so Boss. Hey, ich will mich bewegen können. Momentan ist die Steuerung gerade ein bisschen kacke. Hallo? Ist die Maus, ist die Batterie schon leer oder was? Next Wave. So, hier hat es auch wieder ein paar Bässchen. Einen blauen. Schauen, dass der kein Laser schießt. Jo. Also, dann mache ich kurz Pause. Also, ja, nächster Part. Und bis zum nächsten Part. Tschüss, Leute.